Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute wird mal nicht geschraubt, hab keine Teile da. Ich wollte einfach nur mal Danke sagen an die ganzen Leute, die mich lange Zeit supporten, auf allen Social-Media-Kanälen von mir, in jeder Situation hinter mir stehen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Auch an eine ganz bestimmte Person. Vielen Dank, dass du mir jetzt solche Türen geöffnet hast. Du hast natürlich eine Tür hast du geschlossen. So, aber direkt ein paar andere Türen geöffnet. Und mit diesen Türen kann ich mir jetzt einfach auch meine Träume bzw. meinen Traum erfüllen. Konnte man vorher wahrscheinlich nicht wissen, dass ich mir dadurch einen Traum erfüllen kann. Aber ja, das kann ich. Ich bin jetzt an dem Punkt, ich kann mir eine Drift Missile bauen, so wie ich sie will, die dann auch irgendwann gar nicht mehr so wirklich eine Drift Missile ist, sondern wirklich richtig zum Driftcar wird, weil ich will ja jetzt nicht einfach so, das bleibt ja nicht so. Also es kommt noch alles wieder richtig schön, hier kommt eine Bashbar vor, eine Jackpoint, dass man den vorne auch aufheben, so aufbocken kann, so hier hochheben. Sieht auch nichts mehr das Auto, Digga, da ist nichts mehr drin. Ja, das kommt jetzt alles noch Step by Step, Flyoff kommt noch rein, Shortshifter kommt noch rein, das hätte ich mir sonst auch nie vorstellen können, dass ich endlich mal in mein Auto eine Flyoff reinknister. Oder dass ich Lenkwinkeladapter reinballer oder Camber Plates, weil das ist ja voll illegal. Und wir sind ja Street Legal, ne? Ganz klar. Kleiner Reminder, der Shop für Merch geht in der ersten Juniwoche wieder online. Ich werde da noch mal ein bisschen was überarbeiten, vielleicht noch eine kleine Überraschung mit in den Shop reinbringen, das weiß ich aber noch nicht ganz genau. Das ist alles noch so ein bisschen in Arbeit. Und ja, soweit. Ist auch in Planung, hier ein geiles Livery aufs Auto drauf zu knallen. Schöne Folie, dass das so aussieht, wie halt so man Drift-Autos kennt. Richtig geil, mit Werbung drauf, allem drum und dran. Auch so Werbung von den Leuten, die mich halt so supporten. Und dass man da richtig groß was aufbaut. Ich würde auch gerne, es gibt ja viele Drift-Teams, so in dem Sinne. Von klein bis groß. Und ich würde gerne mein eigenes Drift-Team machen. Vielleicht hat da ja der ein oder andere sogar Bock drauf, der kann mich dann gerne hier unter dem Video drauf aufmerksam machen, gerne in die Kommentare schreiben. Ja, dann schauen wir mal, ne? Turbolader soll dieses Jahr auch noch in dieses Auto reinkommen, da bin ich auch noch so ein bisschen in Absprache, ob man da vielleicht sogar was gestellt kriegt, so testungsweise. Es soll nichts Teures werden, es soll erstmal einfach so ein schönes China-Turbo-Kit sein. Weil es ist, glaube ich, witzig, wenn mir der Motor um die Ohren fliegt oder mit dem Turborad auf einmal durch die Windschutzscheibe reinballert. Ja, genau. Sitze kommen auch noch rein. Ist jetzt gerade gar nichts drin. Wir können ja gerne einmal uns ins Auto setzen. So, da sitzen wir auf unserem Fahrersitz. Sport. Ist ein Wintersportsitz. Hier kommen halt noch schöne Schalensitze rein. Volle Schalensitze. 5-Punkt-Gurte. Wichtig. Und erstmal auch noch kein Käfig, weil den will ich mir aufsparen, weil wenn es wirklich auch so ein paar Schritte weiter nach oben geht, ich würde jetzt einfach mal so von mir behaupten, dass ich nicht der schlechteste Drifter bin, auch wenn es dann mal auf die Strecke geht. Viele haben ja auch unter so andere Videos geschrieben, so, ja, wenn der mal auf die Rennstrecke geht, sieht er ganz schön alt aus. Aber hey, ich bin erst 26, das geht ja gar nicht. Von daher, und ich lerne ja am Computer, in Computerspielen, lerne ich, wie man Auto fährt. Also wird das auf jeden Fall irgendwo schon funktionabel werden und viel kann man da ja auch nicht falsch machen, weil man ein bisschen logisches Denken hat, versteht, wie das Auto funktioniert, versteht, wie so Lenkgeometrie und sowas funktioniert alles, dann kann man das auch alles so einstellen, dass man gefühlt das Lenkrad gar nicht mehr in der Hand haben muss. Man macht einfach nur zack, Drift drin, lässt das Lenkrad los, fest es wieder an, let's go. Und dann macht man halt so einen schönen Übergang, zieht vielleicht hier nochmal die Fly off, schaltet hier nochmal so die Gänge durch. Oder macht sich einen Kaffee. Das ist alles gar nicht so verkehrt. Auch nicht das Problem. Das hat mich schon immer gestört. Ja, Käfig, wenn hier einer reinkommt, wird das auf jeden Fall einer, der FIA zugelassen ist. Heißt, hier die Türen müssen auch ausgespart werden, reingeflext werden, weil die gehen so raus. Das sind so Käfig, die sind auch NASCAR zugelassen, dass wenn dir jemand in die Seite fährt, dass dir safe gar nichts passiert. Also das Auto ist einfach verkehrssicherer. Als vorher, sage ich jetzt mal so, wie es ist. Auch jetzt schon, wenn hier Vollschalensitze drin sind und 5-Punkt-Gurte ohne Airbags, ist einfach für mich persönlich sicherer, als wenn ich da ein Airbag drin hätte. Weil jetzt beispielsweise beim Driften, du machst so einen kleinen Datscher und kriegst ein Airbag in die Fresse. Dann weißt du auch, wie spät das ist. Genau, hinten die Domstrebe, die will ich noch tauschen, so wie vorne die
Domstrebe will ich auch noch tauschen. Einfach auch aus dem Grund, weil ich vorne nicht mehr an die Camberplates drankomme, weil die drüber gebaut ist. Da ist so ein kleines Minusding bei Drift King auf jeden Fall bei den Domstreben. Die sind günstig, sind auch gut, weil die komplett starr sind. Aber ich werde eine haben wollen, die man auch vielleicht ein bisschen verstellen kann, dass man ein bisschen mehr Zug reinkriegt. Dann werden auf jeden Fall noch ein paar Sachen geschweißt, so wie hier ist ein Loch im Boden irgendwo. Das kommt zu... Das Differential werde ich noch einmal überholen bzw. kontrollieren. Das werde ich nochmal aufmachen. Neues Getriebe, Differentialöl rein. Da gibt es extra Öl. Aua. Da gibt es extra Öl für Drift-Missiles, also für Driftfahrzeuge und so. Genau, werde die Lager alle checken, gucken, was sonst noch alles neu kommt. Also wirklich viel wird hier noch an dem Auto passieren. Es natürlich, mir wird auch vom einen meiner sehr guten, engen Kollegen, die sich sehr, sehr gut im Drift-Bereich auskennen, auch was Drift-Missile bauen und sowas angeht, wird mir davon abgeraten, hier jetzt viel Geld reinzustecken und so, weil kann ja sein, dass mir beim dritten Event jemand in der Karre hängt, aber fuck it. Ich habe da irgendwo Bock drauf. Also so übertriebene Sachen werde ich jetzt auch nicht machen. Also da werde ich mich, ich werde mich schon an seine Worte halten. Ich baue auch gefühlt alles so nach seinen Angaben um, weil ich habe gar keine Ahnung, was ich mache. Sieht man ja bei meiner Antriebswelle. Und dann werden wir mal gucken, was die kann, wenn die Dinge auf den Rennstrecken bringen, aber wenn man querfährt. Neue Felgen brauche ich auch noch. Da habe ich mir tatsächlich überlegt, ob ich mir eventuell diese Opel-Stahlfelgen hole, diese 5-Speiche, weil die sind eigentlich ganz geil. Die ein bisschen schön lackieren, dann können die richtig gut aussehen. Bei der Farbe zum Beispiel vom Auto bin ich mir auch noch nicht so sicher. Ich wollte eigentlich so ein geiles Purple haben, so ein schönes Lila, aber da fällt mir so wieder die Frage, so was macht man da denn für welche Farben drauf auf dieses Lila, so an Werbung. Ein bisschen bin ich am überlegen, ob es so ein helles Blau wird, wie zum Beispiel das Coverbild von Juice WRLD, Goodbye, Good Residence. Digga, ich kann den Namen nicht aussprechen, Junge. Englisch 5. Genau, also so ein helles Blau, die Scheinwerfer foliere ich, so ein Gelb werde ich die wahrscheinlich folieren. Ja, vielleicht auch noch ein anderes Lenkrad rein als das, was jetzt schon drin ist. Einfach nochmal ein bisschen schöner geschüsselt, was noch mehr rauskommt. Und dann muss ich halt nochmal gucken, was kann ich noch rausschmeißen. Ich habe jetzt von der Heckschürze vorgestern im TikTok-Stream beispielsweise den ganzen Träger hinten entfernt. Also die Schürze, die hängt jetzt einfach nur an Plastikteilen. Da werde ich mir auch solche, so, da gibt es extra diese Schrauben mit so einem Ring. Die kannst du nämlich an Kotflügel und an die Schürze bringen, vorne und hinten. Und hältst dann mit dem Gummiband einfach nochmal so die Schürze fest. Das wird auf jeden Fall auch noch passieren. Die Haube wird auch noch durchgeflext. Da kommen Lufthutzen rein vom M3 GTR E46. Weil einfach, dass die warme Luft da auch rauskommt. Dicken, fetten Alu-Wasser-Luftkühler. Der wird mich auch noch auffressen. Aber dann ist halt mehr Kühlung gegeben im Fahrzeug. Das ist natürlich auch irgendwo wichtig. Und genau. Auf dem Turbo bin ich ganz gespannt. Ölkühlung muss auch noch rein. Die will ich auch wohl noch haben. Und ja, ich bin echt gespannt, was noch so passiert, wo die Reise hingeht. Auf welche Events ich dieses Jahr mit diesem Auto hier gehen werde. Wo man mich treffen kann. Eventuell. Geringe Wahrscheinlichkeit, weil ich nicht so wirklich Bock drauf habe, weil es mit Driften nicht viel zu tun hat. Bin ich auf dem Syndikat dieses Jahr. Aber das weiß ich noch nicht ganz sicher. Weil irgendwo ist es mir dann doch zu schade, jetzt auf so ein europaweit größtes BMW-Treffen zu fahren, wo man dann einfach nur unnötig Burnouts macht, wo ich dann halt meine schlecht angebaute, montierte Antriebswelle wieder zerreiß. Deswegen muss ich mir da auch noch Gedanken machen. Ich mache mir da lieber dann auf ein Event kaputt, wo man richtig drifty machen kann. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das ganze Projekt so findet. Was ihr so denkt, was man noch am Auto machen könnte, was für eine Farbe auf das Auto passen könnte, das könnt ihr mir gerne alles in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch den Daumen nach oben machen, da würde ich sehr mich drüber freuen. Oder ihr macht den nach unten, wenn es euch nicht gefällt. Das ist mir relativ. Jeder soll seine Meinung dazu abgeben und auch nicht vergessen zu abonnieren, weil ich stecke hier schon echt viel Arbeit, Schweiß, Tränen, Blut und Geld rein. Ja, okay, Hauptfaktor ist für mich irgendwo, weil mir das Spaß macht, weil ich da Bock drauf habe. Aber der andere Faktor ist einfach, weil ich euch liebe und für euch die Videos machen möchte und das halt alles Geld kostet. Aber nichtsdestotrotz kostet das alles Geld.
Und ich liebe euch. Also, schreibt es in die Kommentare. Nein, das war's jetzt auch mit diesem Video. Das ist jetzt einfach nur so ein Lückenfüller-Video, weil ich gerade, wie gesagt, keine Teile habe. Ich habe immer Teile. Die Leute denken echt, ich bin drauf, Digga. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, beim nächsten Video kommt die Flyoff rein und der Shortshifter. Das wird auch nochmal so ein Spektakel, weil dann werde ich hier den Getriebetunnel aufflexen und da Leitungen durchlegen. Und beim E46 hast du zwei Bremsleitungen, die auf die einzelnen Bremssättel gehen. Normalerweise hast du das nicht. Normalerweise hast du eine, die sich dann verteilt auf die hinteren Bremssättel bei vielen Fahrzeugen. Aber hier ist so einer der Fälle, wo es zwei einzelne Leitungen gehen. Und ich mache ja Inline, heißt, ich gehe auf die vorhandenen Leitungen. Deswegen muss ich die auch nochmal irgendwo zusammenführen. Wildes Ding, sehr, sehr wildes Ding. Aber dafür habe ich T-Stücke, Verbindungsstücke, alles Mögliche da. Und mir wird eine Person auch dabei helfen, bei den ganzen Bremsleitungen bördeln, weil da habe ich gar keinen Plan von. Ich habe mir für 20 Euro ein Bördelgerät gekauft, habe es mir angeguckt, habe es in den Müll geschmissen. Habe mir nur so gedacht, Digga, das war wirklich China. Andere kriegen das hin. Es gibt da noch eine andere Alternative, die auch kostengünstig ist, kostet 60 Euro, da kriegt das eigentlich jeder Dulli mit hin. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, dass mir da jemand bei hilft, der wirklich geiles Werkzeug dafür hat, dann kann man das aufnehmen. Ja, bis zum nächsten Video.